Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei Word einen Blocksatz ohne diesen unschönen großen Lücken zwischen den Wörtern hier richtig einstellen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Um das Problem jetzt überhaupt besser veranschaulichen zu können, sollten wir hier oben einmal auf Start gehen, dann bei Absatz rüberschauen und hier auf jeden Fall alle Anzeigen einmal auswählen. Dadurch werden die ganzen Absatzmarken und vor allem auch Zeilenbrüche richtig angezeigt. Nun können wir auch schon gut erkennen, wo das Problem eigentlich herkommt. Bei einem normalen Absatz, wie hier ist der Fall ist, durch die Eingabetaste, schaut das Ganze super aus. Der Text ist links, bin ich so, wie es auch sein sollte. Jedoch, wenn ich einen Zeilenumbruch gestalte, den ich mit der Eingabetaste und gleichzeitig den drücken von der Großschreibtaste hier gestalte, dann entsteht dieses Problem, dass wirklich große Lücken zwischen den Wörtern entstehen. Ich zeige euch jetzt mal zwei einfache Lösungen für das Problem. Wenn man das Ganze manuell in jeder einzelnen Zeile mal machen möchte, dann einfach mal vor diesen Zeilenumbruch hinklicken und bei meiner Tastatur hier diese Tabulator-Taste betätigen. Das mache ich jetzt mal und schon kannst du sehen, dass das Ganze automatisch wieder linksbündig wird und es schaut echt super aus. Wenn du jetzt jedoch ein Dokument mit zum Beispiel 100 Seiten hast und überall sind solche unschönen Lücken drinnen, dann macht es natürlich keinen Sinn, das alles manuell in jeder einzelnen Zeile zu verändern. Deswegen einfach mal hier oben auf Datei draufklicken, dann gehen wir ganz unten auf Optionen drauf. Als nächstes schauen wir hier mal bei Erweitert rein, danach scrolle ich ganz nach unten und hier finden wir jetzt auch unsere Layout-Optionen. Da muss ich einfach mal auch recht weit runtergehen. Das drittletzte in meinem Fall, Zeichenabstände in Zeilen, die mit Umschalt plus Eingabe enden, nicht erweitern. Hier setze ich jetzt einmal meinen Haken und dann bestätige ich das Ganze noch mit OK. Ich denke, du kannst super sehen, dass überall, wo hier jetzt so ein Zeilenumbruch drinnen ist, der Text auch wirklich schön linksbündig ist. Es sind keine großen Lücken mehr zwischen den Wörtern. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal einen Zeilenbruch einfüge, dann wird das Ganze auch automatisch von Anfang an linksbündig gehalten, so wie es sein soll. Und somit haben wir den Blocksatz jetzt auch schon richtig eingestellt. Und du kannst mir gerne noch unten in die Kommentare einmal schreiben, für welches Dokument du die Lösung jetzt gebraucht hast und vor allem auch warum. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.